Geht es euch auch so, dass ihr Maschinen habt, die ihr einfach nicht ständig braucht und wenn das ihr gerade nicht braucht, stehen sie nur im Weg rum. So geht's mir und deswegen baue ich mir heute einen Flip-Flop-Tisch. Ein Flip-Flop-Tisch ist im Grunde nichts anderes als ein kleines Tischchen, wo die obere Tischplatte drehbar ist und auf jeder Seite der Tischplatte ist eine Maschine befestigt und ich drehe die nach oben, die ich gerade brauche. Das Ganze ist natürlich nicht meine Erfindung, sondern es gibt es schon öfter auf YouTube und ich baue das jetzt alles nur nach. Und los geht's damit, dass wir uns erstmal alles zuschneiden. Ich habe es die letzten paar Mal probiert, ohne Plan zu arbeiten, aber das ist einfach nicht meine Welt. Mir macht es Spaß, wenn ich alle Maße beieinander habe und wenn ich genau weiß, welche Teile ich wie schneiden muss und danach wie zusammenbauen muss. Ich mache mir da lieber vorher Gedanken und nicht beim Arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Deswegen gibt es für das Projekt auch wieder einen Plan. Genaue Maße, Zuschnittlisten, also Zuschnittplan und Kaufliste und was weiß ich, alles, was da braucht dazu, um das komplette Projekt so nachzubauen. So, jetzt verbinde ich mir die Teile erstmal. Ich habe ja jetzt eine Flachdübelfräse und ich brauche bloß noch ein bisschen die Routine damit. Also als erstes muss ich mir logischerweise anzeichnen, wo die Flachdübel hin müssen. Das Schöne ist halt echt, dass du bei Flachdübeln nicht so genau arbeiten musst. Also 2 mm hin oder her lässt sich das im Nachhinein noch verschieben. Der Nachteil, den ich schon gemerkt habe, ist, mit den Dübeln, da konnte ich das ganze Teil ohne Kleber vorher mal provisorisch zusammenstecken. Und das hält halt einfach. Aber mit Flachdübeln geht es nicht, weil Flachdübel sind zu locker da drin. Deswegen geht es nicht so gut. Jetzt kommt der große Test, ob ich Mist gebaut habe oder ob es passt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch nicht richtig reingeht. Ich muss die Dübelfräse ein bisschen nachjustieren. Es fehlt so ein halber Millimeter ungefähr in der Tiefe. Und wenn man es schon nachstellen kann, dann mache ich das auch. So muss es ausschauen. Jetzt bin ich zufrieden damit. Nein, eigentlich bin ich nicht zufrieden. Hä? Warum bin ich jetzt so weit nach innen? Hä? Also ich habe gerade mal wieder einen schönen Mist gebaut. Und zwar habe ich folgenden Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, der Anschlag ist für mich jetzt ausschlaggebend. Also nehme ich den Anschlag, wenn ich hier rangehe. Und ich nehme den Anschlag, wenn ich von da oben rangehe. Was dumm war, ist, dass ich die Platte hier drauf liegen gelassen habe. Weil, wenn man nämlich genau hinschaut, dann sieht man, dass der Anschlag da gar nicht wirklich aufliegt, weil da unten ja die Platte aufliegt. Das heißt, ich hätte eigentlich, ja, weg da. Ich hätte es eigentlich so machen müssen, weil so liegt der Anschlag wirklich auf und dann hätte es auch gepasst am Ende. Zum Glück ist es jetzt aber so, warum auch immer, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn ich das Brett einfach umdrehe, also von so, wie es ursprünglich war, auf so, dann passt es plötzlich.
Und ich muss jetzt nur die Flachdübellöcher noch ein kleines bisschen weiter auf die Seite versetzen. Aber wie schon gesagt, bei den Flachdübel ist das, die verzeihen sowas. Das ist gut. Aber ich sage euch was, das lernt ihr nur sowas, wenn ihr das ausprobiert. Ihr müsst es einfach machen oder halt meine Videos schauen. Aber meistens lernt man sowas beim Ausprobieren. Ich habe mir bis jetzt noch nichts zusammengeklebt, das ist jetzt einfach nur verklemmt. Hier habe ich mal zwei kleine Leisten rangeklemmt, wo ich das Brett hier drauflegen kann. Warum habe ich das jetzt gemacht? Also, ich habe ja gesagt, es gibt Pläne für das Ding. Und die Pläne, die sind genau so, dass es für mich passt. Das heißt, ich habe hier unten zwei Schubladen drin. Beide Schubladen haben eine Tiefe von 140 Millimeter, nicht Zentimeter, 140 Millimeter. So, das heißt, ich bringe relativ viel rein. Ich hätte auch die Möglichkeit, drei Schubladen zu machen, dann wären die aber relativ flach und das mag ich nicht so gerne, ich mag sie lieber ein wenig tiefer. So, ich habe jetzt zwei Schubladen und habe mir hier dran jetzt ausgemessen, also ich wollte es jetzt tatsächlich mal so zusammenstecken, weil ich mir ausgemessen habe, wie viel Platz habe ich denn jetzt tatsächlich, wenn dieser Wände, Tischplatte, was auch immer da drin ist. Wie viel Platz habe ich nach unten? Weil es muss ja dann auch noch zu drehen sein und da unten hängt ja noch ein Werkzeug dran. Das heißt, wir brauchen hier Platz. Und wenn ich das jetzt nur mal anhand von dem Bandschleifer hier mache, also die Achse geht so, das heißt, so rum wird er sich drehen, dann muss ich ja nicht nur die genaue Höhe hier ausmessen, weil in dem Moment, wo der sich dreht und schräg wird, dann hat er ja noch eine größere Höhe, versteht ihr das? Also, weil dann habe ich ja, ich habe ja eigentlich die Höhe von hier, vom Mittelpunkt, vom Drehpunkt, bis an die oberste Kante hier. Das ist ein wenig kompliziert, aber es kriegt ihr schon raus. So, also auf jeden Fall habe ich jetzt mir das ausgemessen und habe dann noch 5 cm Luft gelassen, damit ich wirklich genug Platz habe, um das Ding dann ordentlich zu drehen. An der Stelle, wo die Schubladen sind, soll am Ende eine Rückwand rein. Also das ist nur ein ganz kleines Teil, weil oben muss ich es ja drehen können. Und ich fräse die immer gern ein, die Rückwand, weil es dadurch, dass er dann vertieft ist, einfach noch mehr Stabilität gibt und Rechtwinkligkeit. Wie ich mir das vorstelle und was ich damit meine, zeige ich euch gleich. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich die Nut genau in der richtigen Größe fräse, wie ich mir es vorstelle. Als erstes stelle ich mir die Höhe vom Fräser genau auf die Hälfte meiner Materialstärke hier ein. Das ist 18 mm, der Fräser schaut 9 mm raus. Ihr müsst es jetzt nicht 100% genau machen. In den Plänen steht logischerweise ein Maß dazu. Aber ich messe mir das dann ohnehin nochmal raus, wenn die Nuten alle fertig sind und das Ding zusammengebaut ist. Dann messe ich mir erst die Rückwand aus und schaue dann, wie groß, dass ich sie genau sägen muss. Also, da verzeiht es euch jetzt einen Millimeter. Damit haben wir jetzt ein Maß, zwar die Höhe, aber nicht, wie weit, dass ich reinkomme. Und dazu nehme ich mir jetzt einfach meinen Anschlag. Jetzt habe ich hier ein Probestück oder ein Reststück aus dem Material, wo meine Rückwand wird. Und das halte ich mir jetzt einfach daran, drehe den Fräser logischerweise so, dass er möglichst an der Stelle nach außen zeigt, wo er die meiste Schnittbreite hat. So, und jetzt schaue ich da einfach von der Seite drüber und klopfe mir meinen Anschlag so hin, dass er passt. Ohne Messen, ohne irgendwas. Und mit der Einstellung mache ich mir jetzt einfach an so einem Reststück eine Probefräsung. Und am schönsten ist es natürlich, wenn es gleich richtig funktioniert. Und das schaut dann so aus. Also es passt echt absolut perfekt.
perfekt, wie ich es jetzt eingestellt habe. Und mit der Einstellung fräse ich jetzt alle meine Teile, wo so ein Nut eben rein muss. Wenn ihr das nachbaut, achtet auf jeden Fall drauf, wo eine Stirnseite nach außen zeigt, weil da darf ich nicht ganz durchfräsen, da höre ich kurz vorm Ende auf. Bevor ich jetzt anfange, den Schrank zusammenzuleimen, will ich mir aber erstmal die Wendeplatte bauen, die ich oben drauf mache. Die Wendeplatte besteht aus zwei Multiplexplatten, halt einfach ganz normal 18 mm Multiplex. Und in der Mitte brauche ich natürlich eine Achse. Und ich habe mir erst was anderes gedacht, was ich nehme, das ich noch hier hatte, aber die hätte ein so doofes Maß gehabt, deswegen habe ich mir jetzt einfach eine neue bestellt. Das ist dreckig wie Sau. Und die ist genau 25 mm im Durchmesser und ich denke, die sollte ganz schief halten. Passt also. Die Achse muss jetzt natürlich genau zwischen den beiden Platten hier in der Mitte drin liegen irgendwie. Das heißt, ich muss mir hier Abstandhalter bauen, also ich muss diese Platte aufsandwichen und die müssen halt genauso dick sein wie wie das Rohr hier im Durchmesser. Und das ist in meinem Fall 25 mm. Ich messe das aber vorher vorsichtshalber nochmal. Messen ist besser als danach blöd schauen. Es hat 25,3 bla bla bla. Wenn ich jetzt mit meinem 25er Forstnerbohrer Loch bohre, dann weiß ich genau, dass es nicht passt. Aber es ist ja egal. Wir machen es jetzt mal. Ich habe jetzt super Glück, weil für mein Hochbeetprojekt habe ich da noch die Abschnitte übrig. Und es ist genau 25er, also das hat genau 25er Stärke. Wenn ihr sowas nicht habt, ja, geht auch anders. Ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, weil ich habe gar nicht realisiert, dass ich die Dinger noch da habe. Hätte ich das jetzt nicht gehabt, hätte ich einfach so ein Stück Kantholz hier genommen und hätte mir das einfach an der Tischkreissäge auf 25 cm Streifen runtergesägt. Wie dick die Streifen am Ende sind, das ist jetzt auch gar nicht unbedingt das Allerwichtigste. Also beziehungsweise wie dick sie sind schon, aber wie breit sie sind, meine ich. Weil ich möchte eh versuchen, dass ich möglichst die ganze Platte ausfülle mit Material. Weil wenn ich dann was festschraube, dann habe ich genug Material, wo dann Schrauben und so drin greifen können und Halt finden. Deswegen, ja, mache ich so. So, einmal zusägen. So schaut die Geschichte jetzt bei mir aus. Das muss ich natürlich jetzt ganz, ganz, ganz genau mittig ausrichten, weil ansonsten hängt das Ding dann am Ende schief drin und das will ich ja nicht. So, also, so wird die fertige Platte ausschauen. Jetzt ist das Problem ja noch, wenn ich das Teil drehen kann, dann muss ich es ja, wenn ich es gedreht habe, irgendwie fixieren, sodass ich eine stabile Platte dann oben habe, wenn ich arbeiten möchte dran. Und dafür, ich sage es nochmal zwischendurch, ich habe mir das Ding nicht ausgedacht. Ich habe das auch nur selbst bei anderen YouTubern gesehen. Dafür nehme ich jetzt diese Ringschrauben. Das ist eine M8 in dem Fall. Habe aber gerade schon gemessen. Die ist keine 8 mm dick, sondern ein bisschen weniger. Also wenn ihr sowas macht, messt es vorher einfach aus. Und diese Schraube, die soll jetzt hier in dieses Teil hier rein. Warum? Naja, ich möchte am Ende, dass ich das so hin und her drehen kann. Das heißt, ich möchte sie da drin haben und möchte sie so drehbar haben, damit ich das Teil nach vorne machen kann. Dann drehe ich die Platte und dann hake ich es hier ein und schraube es fest. Ihr seht es ja gleich. Aber Fakt ist, ich muss es erstmal hier reinbringen. Ich mache das jetzt einfach mit einem 8er Nutfräser. Ich könnte das genauso mit der Bandsäge machen oder mit der Handsäge machen oder wahrscheinlich sogar mit der Kreissäge machen. Es gibt tausend Möglichkeiten, die Nut da reinzukriegen. Ich mache es halt jetzt mit dem Nutfräser.